Folge und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Konsens. Wieder mit den gleichen üblichen Verdächtigen. Also, Michael Portoledo, ein wunderschön. Hast du es mal geschafft? Kieswerk entdeckt! Ja! Nee, das Kieswerk hab nicht ich entdeckt. Das war Michael. Ja, ich muss noch ein bisschen Frühsport schreiben. Also, ich bin auf dem Weg zu einer Tankstelle. Unentdeckter Standort, unentdeckter Standort. Ach, scheiße hier. Während der Paul verdichtet, gehe ich mitrennen. Bin ich hier dran vorbei? Muss da unten hin. Das könnte eng. Was passiert, wenn ich zurücksetze? Schade. Es hätte klappen können. Micha versucht, glaube ich, das gleiche wie ich, hoch auf diese Hochstraße zu laufen, ne? Ja. Das ist aber ganz schön weit. Gib den Reifen alles hier gerade. Jetzt krieg ich mal mein Fenster aufmachen, bei mir wird es gerade ganz schön warm hier in der Bude. Man merkt, der Rechner... Dein Rechner läuft ja auch auf 99%. Ja, laut dem Task Manager, ne? Laut dem anderen Programm auf 15% CPU-Lüftung, also CPU-Nutzung. Keine Ahnung, was hier los ist. Paul, wenn du uns brauchst, sagst Bescheid, ne? Ja. Ja, ich habe aber jetzt so knapp 25 Grad im Zimmer. Und ich zieh den Pulli aus. Alter, das ist ja wirklich ganz schön weit. Du gesagt. Ich reise zum Bauhof. Da ist es nicht so weit. Wo wollt ihr denn hin? Zum Stahlwerk. Ich glaube, wir wollen jetzt zum gleichen Punkt. Ich weiß es noch nicht. Ja, du hast ein Fahrzeug. Ich gehe auf zu Fuß. Ja, Entschuldigung. Ich gestehe, ich bin schneller unterwegs. Aber das bedeutet nicht, dass ich schneller da bin, weil ich muss auch erst auf diese Brücke hoch. Shit. Ich glaube, ich bin gleich beim Stahlwerk. Ich glaube, ich muss erst diese Brücke hochkommen. Muss ich diese Brücke hochkommen? Nee, hier ist eine Tankstelle. Entdeck jetzt echt eine Tankstelle? Vielleicht. Kann ich mir den Punkt nicht setzen als Markierung? Ja, danke. Micha, top, die Wette geht. Du bist auf der Schnellstraße, ne? Ja, aber ich laufe zu Fuß. Ja, ich laufe einen anderen Weg. Ich fahre einen anderen Weg. Ich habe mir gerade eine Markierung gesetzt. Der schickt mich anders. Also, Micha, willst du dir das unten im Industriegebiet holen? Ja, ja. Dann versuche ich mal, warte, dem Weg zu folgen und beim Wohnviertel da das Fragezeichen zu holen. Ab in den Kreisverkehr, geradeaus drüber. Ich glaube, da bin ich gleich Toledo, wo du hin möchtest. Sagst du, soll ich wieder zurück zur Baustelle gehen? Weiß ich nicht, guck bitte mal. Ja, da fährst du jetzt gerade hin. Dann holt Micha sich das Fragezeichen da unten, das will ich ihm dann auch nicht wegschnappen. War auch nur eine Tankstelle. Uwe, dann hol du doch mal das letzte da Fragezeichen noch, oder? Ja, ich mach noch mit Micha das Rennen schnell zu Ende, wer schneller da ist. Das könnte ja interessant werden.
Gut, ich steige einfach mal in eine Baumaschine ein, dann bin ich nämlich schnell da. Ich weiß nicht, wo Uwe steckt, das ist mein Problem. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wo du steckst, das ist mein Problem. Ich bin, auf der Zufahrtsstraße. Ich bin auf der anderen Seite vom Bauhof quasi. Ich bin auf der Zufahrtsstraße. Ach, du Schande. Ich kann nicht runterspringen. Ah, doch. Paul, wolltest du platzieren oder soll ich? Ist mir Wumpe. Also ich glaube, dann schaffst du es. Ich hab's, glaube ich, weiter. Dann gehe ich kranen. Lauf gerade in die. Ich hätte einen LKW nehmen sollen, der kann schneller als 42 fahren. Ich musste nur einmal mit Wasser, dann konnte ich über die Brücke springen. Ja, wenn du schon von der Brücke runter bist, dann bist du auf jeden Fall jetzt da. Stahlhandel in der. Ja, guck mal, ich bin jetzt erst knapp, wäre jetzt knapp bei der Brücke gewesen. Ja. Nee, ich konnte einfach die Brücke runterspringen. Jetzt gibt's noch einen. So, fehlt jetzt noch irgendwas? Ja, einer fehlt noch. Ja, da oben im Stadtzentrum fehlt noch was. Bin auf dem Weg hin. Ja, das ist zu weit für mich jetzt. Jetzt sei doch mal nicht so. Ja, das schaffe ich jetzt zu Fuß gegen dich. Boah, hier ist ein Hammer. Einsammeln. Ach nee, das ist blöd, weil den kann ich ja nicht mit einsammeln. Beim Baustoffhändler, vielleicht habt ihr den auch schon. Ja, vielleicht sollten wir die Betonkuppen mal hier wegfahren. Warum? Weil da Teile reingestellt werden. Wo die Betonpumpe steht. Ja, dann weg damit, ne? Sind das die Stahlträger? Sieht zumindest für mich so aus. Du wirst es feststellen. Dass er die scheiß Kamera an sich auch nicht mitdrehen kann, ne? Ich denke gerade an, stell dir mal vor, man könnte im Konsum Karten modden und würde so eine eigene Karte erstellen. Kau, fährst du die Betonmischmaschine, ich hab gerade gesehen, die Pumpe muss noch weiter vor. Die muss noch weiter vor? Die steht noch im Arsch in der Absperrung drin. Ja. Das hätte schon das was, oder? Das gibt nämlich jetzt lange Stahlträger. Ignoriert mich ruhig. Ja, eigene Karten im Konsum. Entschuldigung, ich bin etwas konzentriert gewesen. Oh. Was muss da einer Karten hin? Nach deinem eigenen Geschmack, nur dicke Straßen, nur große Gebäude. Dann müssen wir Amerika spielen. Ich glaube, da sieht's alles ein bisschen anders aus. Oh, warte, guck mal. Weiß ich nicht. War ich noch nicht? Ich auch nicht. So, dann würde ich jetzt erstmal den Fuhrpark einlagern. Und ich komme zu euch. Der Mobilkran ist ja auch da. Eigentlich könnte man das sogar zu zweit machen, ne? Sehr langweilig. Hallo Uwe. Hallo. Ach, da gibt's noch nichts. Wobei wir reden hier jetzt über 6 Stützen gerade. Ja, alles genau. Gut. Da warten wir einfach kurz auf dich. Das passt schon. Oh, ich werde gerade müde, das ist aber auch spannend. Ich bin schon die ganze Zeit voll müde. Ich überlege gerade, welcher Tag ist, an dem das Video rauskommt, ne? Ich krieg's nicht auf die Kette. Ich konnte mir das noch nie merken. Das Problem ist, ich hab ja eigentlich so eine schöne Datei, aber die hat immer nur 3 Folgen die Woche eigentlich gezeigt, weil wir ja damals schon anders geplant hatten. Und dann waren wir ja gehypt vom Konsum und haben ja einfach mal durchgezogen mit 6 Folgen. Ja, ich habe aber diese Datei nie angepasst, irgendwie faulheitsbedingt. Kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Ich auch nicht.
guck mal kurz auf den Kalender, ob wir dieses Jahr noch eine Aufnahme machen. Machen wir dieses Jahr noch eine Aufnahme vom Konsim? Nächste Woche rein theoretisch, ne? Ich frag vorsichtig für einen Freund. Also Mittwochs ist nichts mehr in Richtung Feiertag. Also. Ja, das heißt ja nicht, dass wir uns das geben wollen. Also wir, ne? Also ich hab da keinen Schmerz mit. Ich hab da Zeit, also. Ich auch. Vielleicht machen wir auch auf was anderes, Jungs. Oder hätte ich auch Bock drauf? Ja, dann mach mal was anderes. Also dann dieses Jahr keine Konsumaufnahme mehr. Lass uns einfach mal danach sprechen. Ich will das jetzt nicht in Stein meißeln, ehrlich gesagt. Ich will einfach nur mal... Wer bringt ihn so fertig, wenn, ne? Ich weiß nicht, ob Micha gerade schon... Gerade habe ich in die richtige Stelle lauf. Nö. Nö, ja, bin ich nicht. Ich habe schon gekauft und geladen. Genau. Gekauft, geladen und Micha, kommst du mit? Ey, das war Cheaten. Aber ich sitze am Beifahrer. Du sitzt am Fahrersitz, weil ich wollte gerade gehen drücken, als du vor mir gespawnt bist. Ich muss jetzt aussteigen, hier liegt noch ein Hammer für mich. Er ist aber schon alt. Ja, aber da war ich schon nicht. Jetzt zu am Steuer. Ja. Fertig? Ja. Ich nehme dich mit, hoffentlich. Ja, ja. Mach auf die Scheiße. Ehrlich. Ja, Maruf? Bin dabei. Hinten ist auf. Darf ich es noch stehen lassen? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Alter! Ich steig lieber aus. Das ist mir zu heikel. Das zahlt die Berufsunfähigkeit nicht, wenn ich mit dem LKW durch die Gegend springe. Ich? Nee, ich glaube nicht. Punkt. So, gucke mal. Aber ich nutze mal kurz die Gunst der Stunde, ne? Mr. Maschinenpflege ist wieder auf Tour. Ich repariere, tanke mal kurz die Pumpe. Kann einer den Betonmischer nehmen von euch? Also mache ich sonst auch gerne. Ich bin da jetzt nicht so. Bin jetzt beschäftigt. So, guck mal. Haben wir nämlich nochmal einmal tanken. Alter, was machst du denn da mit dem Teil? Ey, Toledo? Ja? Das ist nichts, was du töten musst. Dann musst du nicht in die Schnauze und mitmachen. Das nur gesagt haben. Nummer 2 ist auch offen? Ja. Sehr gut. Du müsstest ganz viele Punkte drüber sehen. Habe ich noch nicht drauf geachtet. Ja, ist ja wieder geil. Also an das letzte Teil bin ich gerade so noch dran gekommen zum Platzieren. Ja, reicht ja. Also gerade so ist doch ausreichend, oder nicht? Ja, ja. Das ist halt auch eine große Raststätte, ne? Allerdings frage ich mich gerade, wenn hier so viele Pendler unterwegs sind, ziemlich wenig... Sonst musst du ja immer mal einen größeren Kran kaufen, Toledo. Das ist der größere. Nein, da fehlt noch der Turmdrehkran, der in der Mitte steht von den dreien. Der LH150 ECB, das ist der größte, den es gibt. Da hast du die Kabine oben neben dran hängen. Ich habe extra drauf geachtet, dass ich den größten kaufe. Nee, nee, das ist der mit dem. Du hast den Schnelleinsatzkran, glaube ich, ne? Du hast den. Moment. Du hast den Liebherr. Du hast den Liebherr. Der andere ist komplett gelb, der ganz große. Genau, genau. Du hast den Schnelleinsatzkran. Das, wenn du den aufmachst, der mittlere von dem ist das. Ja, du musst jetzt nur nach Job filtern. Warte, ich gucke gerade. Ah, ja, ja. Ja, okay. Ist der Schnelleinsatzkran, der Liebherr, genau. Ist der. Du hast oben den und der Turmdrehkran ist noch der. Den nochmal größer noch. Ja, dann muss der halt mal gekauft werden. Ja, ja. Der ist, glaube ich, ein Stückchen länger.
Ich habe einfach mal. Toledo hat einfach gesagt, ich hab genehmigt. Okay. Ja, ich weiß, das wie gesagt, ich hab einfach mal. Einfach für gleich, weil wenn wir den fertig haben, dann können wir den zurückgeben, dann haben wir unseren eigenen Kran. Ist der gemietet? Ja, der ist gemietet. Wir haben nämlich tatsächlich, also Toledos Fuhrpark ist sehr, sehr viel gemietet. Am Anfang hatte ich noch nicht so Kohle und dann habe ich bei dir mitgespielt. Hör mal, das war nicht böse gemeint gewesen, um Gottes Willen, aber ich dachte, ne, wenn der eh gemietet ist, der Schnelleinsatzkran. Dann kann man den jetzt nach dem Einsatz zurückgeben. Genau, dann kannst du den zurückgeben. Dann haben wir jetzt den eigenen. Die Mobilkräne, die kann man drüber streiten, ob wir die auslösen. Der Mobilbagger von eben ist zum Beispiel auch gemietet. Den könnte man also auch zurückgeben und zur Not noch einen zweiten eigenen kaufen. Die Zugmaschine plus der Multi-Auflieger sind gemietet. Das sind so Sachen, da könnten wir drüber sprechen. Wir haben auch noch gar kein Equipment für Straßen, ne? Nein. Nee, Straßen habe ich auch tatsächlich bis auf die aus der Anfangskampagne noch keine gemacht. Ja, alles gut. Wollen wir nicht doch einen Mobilkran noch mit aufstellen? Ja, warte. Sind ziemlich viele Deckenelemente oder? Ne, 9, 10 sind es. Ja, aber insgesamt halt sehr viel zu kranen immer wieder. Ich weiß nur noch nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Dass du auch an die Sachen kommst? Ja, genau. Dass ich an die Sachen komme, die uns nicht komplett blockieren. Eigentlich hätte ich es gerne auf die andere Seite gestellt, aber ich glaube, das klappt nicht. Danke, Micha. Ich glaube, hier ist eine Idee. Ob das eine gute ist, weiß ich noch nicht, aber... Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Guck mal, ich nehme mal hier so ein Fahrstuhlschacht? Oder die anderen Betonelemente? Nee, so ein Fahrstuhlschacht, dachte ich gerade. Ich komme nur gerade noch nicht mit der Kransteuerung klar, Entschuldigung. Die ist bei den Mobilkränen etwas, ja. Ja, ist nicht so schlimm. Ich habe mir nur gerade ein Ei gelegt, weil ich die Steuerung einfach falsch interpretiert habe. Wenn du nicht so hoch machst, fliege ich jetzt über dich drüber. Du hast den Ei gelegt. Stinkt das nicht? Nee, ist ein hartgekochtes. Ach so. Ich habe mir das hier nur auf den Schreibtisch gelegt, so ein hartgekochtes Ei. Ja. Kann man immer mal machen. Genau, Eier sind immer gut, Paul, ne? Eier. Oh, warte, ich muss mal tiefer. Entschuldigung. Ich setz noch tiefer. Hey, alles gut. Ich hätte ja auch erst höher machen können. Shit! Warte, ich... Och, Manometer. Manometer? Achtung, ich muss auch in die Richtung. Also wir können vieles machen, ne? Aber aneinander vorbei, ohne dass einer ausweicht, wird echt eng. Deswegen habe ich ja gewartet. Warte, ich kann glaube ich noch tiefer. Eine Symphonie der schweren Maschinen hier. Oh, warte, ich muss höher. Ich hing gerade an so einem Pfeiler hier fest.
Ja, läuft. Ich würde sagen, den kann man so machen. Und mit dieser sensationellen Leistung, liebe Leute, sind wir fertig für den Moment. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne wie immer ein Däumchen nach oben da lassen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.